Bildung hat einen ganz hohen Stellenwert und das dürfen wir auch nicht vergessen und das muss es auch immer haben. Ein Projekt wie Lernen vor Ort ist sowas, wo wir die Möglichkeit haben, ein Stück weit zu lernen. Wir haben es ja gerade gehört, Erfahrung zu sammeln und gerade was Bildung anbelangt, ein Stückchen weiterzukommen. Denn ohne Bildung läuft auch die Wirtschaft nicht. Ohne Bildung gibt es keinen wirtschaftlichen Aufschwung. Bildung begleitet einen das ganze Leben. Das geht los im Kindergarten, Schule und man lernt eigentlich im ganzen Leben nicht aus. 3 Kilometer Autobahn. 3 Kilometer Autobahn würden ausreichen, um unsere Schulen in Stand zu setzen, dass wir unsere Schulstadt unterhalten können. Bildung. 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 Ich würde Sie erstmal alle ganz kurz bitten, sich vorzustellen und vielleicht auch ganz kurz dazu zu sagen, welches Verhältnis, welche Beziehung, welchen Blick Sie auf Bildung haben. Am besten wir fangen bei den Thüringer Grünen an, bei Frau Pfefferlein. Dankeschön, Babette Pfefferlein. Ich bin Landessprecherin vom Bündnis 90 Die Grünen in Thüringen. Bei den Grünen Bildung ganz weit oben, aber es ist in anderen Parteien sicherlich auch so. Bildung hat einen ganz hohen Stellenwert. Und das dürfen wir auch nicht vergessen und das muss es auch immer haben. Ich freue mich erstmal, dass alle eigentlich eine Meinung haben, dass Bildung was ganz Wichtiges ist. Und ich denke, neben der wirtschaftlichen Entwicklung und der Schaffung von Arbeitsplätzen ist die Bildung das Wichtigste, was wir haben im Landkreis. Ich bin, stamme aus dem Bode, wohne dort mit meinem Partner und unseren beiden Kindern. Ich bin seit 2005 im Ferienpark Feuergruppe beschäftigt als Geschäftsführerin. Und war vorher 10 Jahre lang beim Kreisjugendring, habe auch dort den Verein aufgebaut und auch dort die Geschäfte geführt. Ich bin 47 Jahre, pendle im Kyffhäuserkreis zwischen Sondershausen und Artern regelmäßig und bin Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Kreistag seit 1999 und bin danach 1991 in die Politik gegangen, arbeite jetzt für die Bundestagsabgeordnete Kerstin Steinke als Wahlkreismitarbeiter. Gut, mein Name ist Mario Merten, ich bin 46 Jahre alt, bin seit 1990 selbstständig bei uns im Geforserkreis, bin außerdem seit 2010 ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Rottleben und zu meiner beruflichen Tätigkeit, ich sage jetzt mal klar Bildung, ich habe auf dem zweiten Bildungsweg den Abschluss des Kraftfahrzeugtechnikermasters gemacht und weitere Ausbildung in der Versicherung und Finanzwirtschaft im Jahr 2002. Wie würden Sie denn im Landratsamt künftig, also vor allem die Frage auch an die Kandidaten, das ganze Thema Bildung ansiedeln? Eigene Verwaltungsstelle, eigene, sagen wir mal, hauptamtliche Stelle dafür? Haben Sie sich da schon mal Gedanken gemacht? Die Verantwortung sollte meines Erachtens nach schon in der kommunalen Verwaltung mitliegen. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ähnlich wie es Beauftragte für Frauen, also Gleichstellungsbeauftragte oder Ausländerbeauftragte gibt, dass man auch hier einen Bildungsbeauftragten benennen könnte, der sich dann um dieses Thema zukünftig noch auch weiter kümmert. Denn Bildung ist nun mal der höchste Stellenwert mit und muss weiter eine der wichtigsten Aufgaben mit bleiben. Bildung muss also Chefsache gemacht werden, ja, und da muss es auch wirklich Experten geben, die sich damit beschäftigen. Da muss die Zusammenarbeit auch gesucht werden mit umliegenden Hochschulen. Darum gibt es auch wirklich Leute, die da wirklich fit sind. Und wir können ganz einfach nur Netzwerke bilden, ja, aber es muss natürlich auch dann so ein Bildungsbeauftragter im Landratsamt sein. Muss man sicherlich dann auch mal in die Verwaltung reinschauen, wie man das dann machen kann. Da fehlt mir jetzt ein bisschen der komplette Überblick dazu, aber da hätte ich ja dann 2 Jahre Zeit dazu, wenn ich es denn lernen sollte. Ich finde es auch wichtig, dass alles von einer Stelle ausgeht, koordiniert wird, vernetzt wird, dass man da einen Ansprechpartner hat und dass man sich Netzwerke bildet, ist auch unwahrscheinlich wichtig, auch gerade mit Schulen, mit Hochschulen. Wir haben hier in unserem Kreis keine Hochschulen, also müssen wir auch mal überregional denken und müssen uns mit solche Partner schaffen. Ja, wir wissen ja von vornherein, dass Lernen vor Ort zeitlich begrenzt ist. Und wir wissen auch, dass solche Projekte Standards setzen, die anschließend nicht einfach so weggewischt werden können und weggewischt werden dürfen. Das heißt also, die Arbeit von Lernen vor Ort muss ja nachhaltig sein. Aus dem Grunde werden wir noch geeignete Möglichkeiten suchen müssen, wie wir das weiterführen können. Vielleicht ist noch den 2 Jahren noch nicht Schluss.
lösen, die wollen sich das für die Bevölkerung von Rosslehn lösen. Was möchten die Landratskandidaten unternehmen, dass auch im Jahr 2020, und ich rede jetzt auch bewusst von so einer künftigen Zahl, diese 14 plus 3 Ausbildungsberufe noch im Kühlförderkreis ausgebildet werden? Was wollt ihr dann machen? Ich sage ihr, ihr seid ja dann mein Ansprechpartner, als Jan Frede vielleicht oder Rat. Na, einer. Ich denke, die Schullandschaft wird 2025 ein ganz Stück anders aussehen, als wir sie heute haben. Das heißt, wir werden immer das Problem haben, dass wir nur noch ein Lehrerverhältnis haben, wie es bundesweit üblich ist. Das heißt, wir müssen dann überlegen, ob wir alle kleinen Schulen tatsächlich noch halten können. Wir tun es auch sehr schwer damit, eine Schule zu schließen. Es gibt viele, viele Gespräche. Manche Dinge werden noch weit in die Zukunft geschoben, um halt sagen zu können, wir brauchen die Zeit, um halt wirklich alle mitzunehmen für so eine Entscheidung, die immer sehr schwerwiegend ist. Denn wenn eine Schule geschlossen wird, bedeutet das auch kulturell und in vielfältiger Hinsicht ein Nachteil für die entsprechende Kommune. Und das sollte man immer dabei bedenken. Der Kreis ist ja dafür zuständig, dass die Grundbedingungen geschaffen werden. Das heißt, bei Schule geht es natürlich damit los, dass ich ausreichend Schulstandorte vorhalte. Das betrifft dann die Schulnetzplanung. Und dass ich aber auch daran denke, dass Bildung ja nicht nur in der Schule stattfindet, sondern eben auch in Sportvereinen, in Freizeitzentren. Das sind ja alles Gebiete, zumindest die sogenannten freiwilligen Aufgaben, wo der Kreis aufgrund der finanziellen Situation, die vorherrscht, natürlich derzeit auch immer Mittel gekürzt hat. Das heißt, da haben wir als Kreis natürlich insgesamt eine Verantwortung, dass wir dort ausreichend Möglichkeiten zur Verfügung stellen, damit Bildung passieren kann. Das 21. Jahrhundert braucht natürlich Innovationen, ja? Und das geht nicht mehr nur mit dem Landkreis allein. Da müssen alle mit ins Boot geholt werden. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass die Wirtschaft mit den Ausbildungseinrichtungen eng zusammenarbeitet, ja? Und dass die Jugend auch wirklich zeitnah in die Unternehmen geht, um sich auch ein Bild machen zu können, okay, was möchte ich denn überhaupt mal im Leben werden, ja? Was haben wir denn heute? Viele Ausbildungsabbrecher, weil sie gar keine Ahnung haben, wie es später läuft, ja? Ist ja auch unser Ansatz der Grünen, so über andere Schulformen nachzudenken und zu sagen, sich nicht entscheiden zu müssen, in der 4. Klasse gehe ich aufs Gymnasium oder bleibe ich auf der Regelschule, sondern dass man länger zusammen lernen kann bis zur 7. oder 8. Klasse. Und dass man solche Schulformen auch hier entwickelt im Gefolgserkreis und sagen kann, ich kann beruhigt mein Kind einschulen lassen und es geht bis zur 8. Klasse in die Schule. Und das befürworten wir auch. Was 2020 dann genau an den Schülerzahlen jetzt in den einzelnen Gemeinden ist, muss natürlich betrachtet werden. Aber auf jeden Fall so viele Schulen wie möglich in der Fläche auch erhalten, auch in den ländlichen Bereichen. Wir sind ein sehr ländlich strukturierter Landkreis. Und da ist auch wichtig, dass die ländliche Region erhalten bleibt, auch durch Schulstandorte. Damit möchte ich mich bei den beiden Kandidatinnen, bei den beiden Kandidaten und beim amtierenden Landrat bedanken, dass Sie die Zeit hatten, auf die Fragen zu antworten. Und bei Ihnen möchte ich mich bedanken, dass Sie die Ausdauer hatten, wirklich bis zum Schluss zu bleiben und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Heimweg. Bildung.